Oh, guten Morgen. Guten Morgen, Captain. Was ist? Was? Sag mal, gibt's hier keine Munition mehr für die Waffe oder was? Ihr seid ja auch schon aufgestanden. Ja. Wer viel tut, darf lange schlafen. Unser Fuhrpark ist nämlich ready. Ich habe keine Schleifmaschine mit. Kann das mal jemand abmachen? Es ist Munition da. Ja, ich suche halt noch für dieses Gewehr Munition. Ja, hast du die MA-50A? Ja. Ja, da ist Munition da. Oben. Ach so, wenn man in der falschen Luke schaut, kann man auch nichts finden, ne? Ja, das kann natürlich sein. Ja. Panzer. Alle ready. Da stimmt aber irgendwas mit der Radaufhängung gerade nicht. Der hängt irgendwie im Loch. Ja, der hat einen Hänger. Ich denk mal, 6 Suppen sollten reichen. Ja. Für was? Keine Ahnung. Ich nehme mir einfach sicherheitshalber was mit. Super. Seid ihr schon alle draußen oder wo seid ihr? Ich mach hier nur. Wir schauen uns Fahrzeuge an. Panzer. Okay. Hier sind aber Sachen nicht fertig geschweißt, ne? Oh. Naja. Unter anderem die Antenne. Das. Müsste er. Achso, das wird er nicht machen, weil er keine Komponenten hat. Production. Wenn er das überhaupt herstellen kann. Ja, kann er. Was fehlt bei den anderen Dingern? Bei den Lüftern? So, ich sollte mich vielleicht mal schlafen legen. So. Was sollte er ja jetzt? Übrigens habe ich kurzzeitig Koordinaten erhalten. Ich habe die mal an Sari geschickt, aber das Signal ist verschwunden. Ich sehe ein Signal, eins, das mir bekannt vorkommt. MSN, schon wieder MSN. Okay. Feuer frei. Ja, das heißt aufbrechen, oder? Ja. Oh, die sind ja doch ganz nett geworden. Jetzt sehen sie besser aus. Was? Ja, jetzt so sind sie. Ich hab sie anders in Erinnerung. Ja. Wer will hier was fahren? Ich bin Beifahrer. Da gönnt sich einer den. Oder bist du in dem. Ist hier irgendwo schon einer drin? Ja, Sari fährt den Transporter, okay. Nee, nix Beifahrer. Schön Panzer nehmen. Ach so. Wo ist denn noch einer? Ach, daneben. Wir müssen mal die zwei da wegfahren. Ja, dass ich stärker runterkomme. Ja, ich muss erstmal gucken, wo ich hier. So. Rein muss. Und ich möchte hey, gehen. Wenn ich fahre, habe ich nicht mehr so lange Sprit. Hä? Muss die Leiter hoch? Was ja. Heißt nicht mehr so lang? Und dann ein Stück unterhalb vom Geschirr. Also ein Stück ungefähr. Musst du gucken. Wann siehst du dann? Siehst du das? Da stimmt irgendwas nicht. Jo. Naja, vielleicht mal das Fahrwerk hochfahren. Ich glaube, mein Funk spinnt wieder. Ich höre einfach nichts. So. Y. Die sind nicht mal fertig. Wo ist denn hier bitte? Ah, ich höre euch wieder. Ah, das ist die komische Funkverbindung. Sind eure Antennen ganz? Ja, eigentlich. Power Storage. Ja, voll sind sie schon. Also warum hier.
das so spinnt, das verstehe ich jetzt allerdings auch nicht. Kann ich mit dem jetzt nicht fahren? Y drücken, Motor an. Ja. Pass auf, bei dem Bohren ist ein Riesenloch. Was, Y und dann? P. Hier sind die... Bei meinem sind die Reaktoren nicht fertig. Ich habe Energie für 2 Tage. Ja. Ich auch. Die sind auch richtig fertig geschweißt. Ich muss da leider kurz nochmal was machen. Das wird nichts helfen, weil ohne die... Oh, jetzt muss ich mal gucken, wie ich mein Geschütz hier wieder ausrichte. Option, was ist denn hier los so? Kleine Blöcke. Die brauchen wir nicht. Ja, wie komme ich denn jetzt wieder weg da? Das habe ich mir gedacht. Da fehlen die. Was fehlt? Die Reaktorkomponenten haben gefehlt. Das ist nicht gut. Aber. Das haben wir gleich. Dann kann ich hier nämlich auch noch irgendwo was reinschmeißen, nehme ich mal an. Okay. Da zumindest mal nicht. Aha. Ah, da sind die leider nicht die richtigen gerade fertig. Das ist schlecht. Hier reinlegen kann. Mittlere Small Shield, das braucht keiner. Reaktor. Ich komme an keinen ran. Das gibt es nicht. Der ist einfach nicht fertig. Da hätte ich vorher gucken müssen. Also wenn es der nicht ist, dann ist es hier hinten in dem Bereich. Bin da vorne bei, ich glaube, Sachi. Vor seinem Panzer. Yay? Nee, nein, nicht mehr. Ach so, der ist schon erledigt, gut. Man hat nicht mal was dabei. Ach so. Die werden auch immer geiziger, die Spinnen. Ja, das stimmt. Wenn ich da rankommen würde, ne? Dann wäre das der Hammer. Das ist doch. Ja. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Ich fahr jetzt trotzdem mit, das hilft nichts. Bevor wir da ewig rumdümpeln. Boah. Nur nicht, dass du liegen bleibst, ne? Das wäre. Und Batterien sind voll, das passt schon. Die Maximallast ist halt nicht so geil. So. Dann, Sachi, fahr du mal vor. Du hast den leichten, bild mir eine Kolonne. Anja. Und ich hab nicht mal das Triebwerk an. Also. Ich auch nicht. Ja, aber ich meine, und trotzdem zubbelt der bei mir. An, aus, an, aus. Also, was bei mir zubbelt, ist die Zielerfassung. Warum auch immer.
Die zibbelt bei mir auch. Das sind schon schöne Geräte. Boah. Hör auf mich zum Schneiden, meine Fresse. Jeha. Obacht, da ist ein bisschen unwegsames Gelände. Ja, langsam. Ja, das sollten die ja wohl hinkriegen, das oder? Das kriegen die auch locker hin. Aber man sollte halt trotzdem nicht Vollgas da drüber heizen. Oder Bäume umheizen. Naja, wenn ich so mein Gedächtnis hochlade, dann zubbelt's halt mal kurz. Achso. Antenne an, Antenne aus, Antenne an, Antenne aus. Also Kolonne fahren geht an, ne? Ja, jetzt passt wieder besser. Ja, weil ich so langsam bin. Ich habe nicht, leider nicht die Beschleunigung, die ihr habt. Boah, 7 Kilometer. Hm. Jeha. Hey. Ich hab nichts gemacht, das macht das Ding alleine. Oh. Ja, allerdings. Da war irgendwas. Da, genau, da war. Meine Fresse. Meine hat noch nicht geschossen, das verstehe ich. Was auch immer das war. Irgendwas war's und jetzt ist es weg. Also bei mir ist es ein unbekanntes Signal gewesen. Ja, das war eine. Ein Päckchen aus dem Weltall. War. Vernichtet. Ja. Loot. Brauchen wir Kobalt? Der war gut. Gold oder Eisen? Der war gut. Sari, du bist ein bisschen sehr schnell. Ja, wir kommen nicht hinterher. Captain Keks musste ja das ausgemusterte Stück nehmen. Jetzt geht's bei mir. Aber auch nur, weil ich auf volle Fahrt bin. Sobald das ein bisschen runtergeht. Also es geht auch ohne Reaktoren, das ist gut zu wissen. Ja, den werden wir einfach nur mal neu machen lassen und fertig. Ja. Schon mal gerne über so eine Spinne drüber fahren. Ja, dafür müsste mal eine spawnen. Wir kommen eh zügig voran, das ist sehr gut. Und gleich kommt wahrscheinlich die Schlucht. Oder irgend so ein Blödsinn. Du beschreist sowas auch förmlich. Ja, ja. Ich rechne nur mit dem Schlimmsten, das ist es. Super. Ich liebe diesen Optimismus. Mhm. Achso, ich hab ja. Ich hätte. Hä? Okay. Achso, die Antenne geht zwischendurch. Ja. Wenn mir die Energie ausgeht, fliege ich natürlich aus der Kamera raus. Wow. Sind wir bald da? Ja, 3,6 Kilometer noch. Ich muss mal auf Toilette. Ja. Lass laufen. Oh, das ging. Nee, das arme. Komm ich da hoch? Vollgas. Du hast im Notfall auf 9 einen Booster. Mit Biegen und Brechen, aber irgendwie. Ich schaff's. 9? Ja, hab ich schon. Ich hab's geschafft. Ja, der schiebt dich da sicher hoch. Ja, ja. Wow.
Ganz schön holprig hier. Interessant, dass wir ausgerechnet jetzt nochmal hier. Warum tauchen überall MSN-Sachen auf? Ich weiß es nicht. Sari, hast du nicht mal zu dem Verein gehört? Nein. Oh. Nie. Okay. Immer ein KIC oder was? Pisse. Geil. Aber von den Fahreigenschaften. Bis jetzt liegt noch keiner auf dem Dach. Mhm. Du bist denn. Gut, mit dem Modell, wie Sachis fährt, haben wir ja schon Erfahrung gesammelt. Im Grunde hat sich nur der Turm geändert. Plus, bis auf Sachi seiner haben wir Schilde. Ich hätte ein Grab bauen sollen. Geht. Ja. Mittlerweile geht das richtig gut. Alle Panzer fliegen hoch. Meine von Baum. Es gibt aber allerdings schlimmeres Gelände, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr seid 260 Meter weit weg. Das ist ein bisschen too much. Oh, diese scheiß Bäume. Wer fährt hier die ganze Zeit Bäume um? Ich nicht. Unser Spähpanzer. Geht schon wieder. Geht schon wieder. Okay, und weiter. Unser Spähpanzer, ja. Ich hab bisher noch keinen einzigen Baum hier rasiert. Nein! Achtung, ich ras gleich in dich rein. Nee. Und schon wieder einen Baum umgefahren, also echt. Ich sehe da keinen. Also bei mir war da auch nichts. Ja. Und wieder ein Baum. Ja. Hä? Ja, so kann man auch abholzen. Ist schon okay. Das ist Straßenplanung. Ja. Ja, ja. So, ein Kilometer. Achso, warte mal. Wie weit ist der Turm eingestellt? Ihr müsst mal bitte schauen, wie weit eure Zielreichweite eingestellt ist. Machen wir die eigentlich aus, oder? Warum, wenn Feinde da sind? Auf neutral schießen wir eh nicht. Geht's nur drum, dass die Reichweite hoch ist. Ich will keine bösen 1200 Meter. Ja, gut, das passt schon. Also ich sehe schon mal Solarpanel. Ja. Ein großes Gebäude. Oha. Oha. Was ist denn das? Panzer flieg. Au. Und Sieg. Flieg und Sieg. Ein bisschen ausfällt, aber. Ich wollte gerade sagen, ja, ein bisschen in Reihe auffächern, dass man hier. Ja. So. Scheint aber noch alles okay zu sein. Toi, 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 würde ich sagen. So. Vielleicht ja ein bisschen strategisch positionieren, dass man nicht alle auf einer Ecke hocken. So. Ja, warte, dann fahre ich nach hinten. Ja, also das Sari schon. Ja, ist ja egal. Jetzt haben wir aber eine Seite nicht abgedeckt, ne? Also sag, ja, ich fahr rum. Ich fahr jetzt bitte, rum. Bitte ein bisschen absprechen, nicht einfach rum. Ja, dann bleibt Sache jetzt, wo er da war, und ich bin auf der anderen Seite. Ja. Das war ein Baum. Sammeln wir uns am Scheuneneingang? Ja, auf eurer Seite oder unserer Seite? Ja, da wo wir sind. Ich weiß nicht, ob hinten ein Eingang ist. Keine Ahnung. Tür normal öffnen oder mit Bums öffnen? Ich glaube, wir sollten erstmal sondieren. Ich weiß nicht, vielleicht können wir sie auch aufmachen.
Wir sollten vielleicht mal auf Sachi warten. Ja, das tun wir ja eh. Also hinten ist keine Tür. Okay, dann geht's irgendwo vor. Ganz nett haben sie es hier. Ja. Sichere rechte Seite. Tür geht auf. Da liegt einer. Und da stehen dann vier Kühe. Geil. Achtung, nach oben, wir absichern. Ja. Oben ist bis jetzt sicher. Geht einer hoch? Ja. Oh, ich möchte auch so eine haben. Hier ist eine Leiche. Ich kann nichts bei der Leiche machen. Leiche ist... Hinten an den Rucksack kann man gehen. Farmer York. Jörg? Diese verdammten Kühe, die fressen mir noch die Haare vom Kopf, wenn man sie nicht rechtzeitig füttert, also gehen sie hoch. Leute. Wir haben hier überall Sprengfässer. Wir haben hier hinten auf jeden Fall Essen zum Mitnehmen. Links. Was müssen sind wir machen, Sprengfässer? Hier oben sind Sprengfässer. Oben. Okay. Um die kümmern wir uns mal als erstes. Ich kann hier auf das Terminal zugreifen. Deaktiviere Sprengfass. Ja. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwas machen sollen dran. Na gut, hier oben ist nichts weiter, ne? Oh, ich habe ein Gewächshaus gefunden. Gut, ich konnte die Sprengzeit nur hochstellen. Ich habe es auf eine Stunde gestellt. Okay. Was ich Zeit haben. Die Frage ist, wann sie hochgehen. Wir können hier auch was an den Bedienfeldern machen, ne? Also so ist nicht hier bei den Mukus. Hier ist Schotter, Äpfel und Organics drin in den Kisten. Da ist Zugriff verweigert. Aber... Also... Gibt's hier nicht mehr. Lu, kannst du mal bitte... Eure Tür geht nicht mehr auf, ja. Ne? Ich plündere hier gerade. Ah. Ich plündere hier gerade. Ich trau diesen Kühen nicht. Oh, die Kuh hat im Popo Fleisch. Mitnehmen, oder? Hätte ich gesagt. Kein Dartpad. Nichts vorhanden. Ja, bei den Typen, das, was ich vorgelesen habe. Uiuiui. Fleischkühe. Im Popo. Irgendwie der Zeitschaltblock hier ist aktiv. Mach mir hier ein bisschen Sorgen. Er blinkt nämlich. Was sagen die, das Fass? Das Fass ist auf eine Stunde gestellt, wie gesagt, also dürfte nichts passieren. Die Frage ist, ob es angesteuert wird. Zugriff verweigert. Na gut. Was ist draußen? Innen ist, wird alles geplündert, oder? Ja, die sind also ja, bis auf Schotter und noch mehr organisches Material kann ich gerade nicht mitnehmen. Ich schau mir mal die Silos an. Ja. Diesen Solarturm kenne ich. So alt kann das nicht sein. So einen hatten wir auf dem Mond nämlich auch. In die Silos ist kein Reinkommen. Okay. Kannst du sie aufflexen? Hohoho. Jetzt will es einer wissen. Ich habe leider nichts Flexiges mit. Das ist schon... Produktion drin. Aha. Ja, ich. Generator. Warte mal, wo sind denn Silos? Draußen. Naja, gut, ich habe aber so einiges jetzt dabei. Okay.
Ja, hier gibt's nicht wirklich viel. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Was denn? Ich bin runtergefallen. Oh. Ja. Oben ist auch nichts mehr? Oben ist... Also, ich habe in die Fässer gar nicht reingeguckt, die oben sind. Ob da nicht noch was drin ist. Das wäre noch eine Idee. Ah ja. Macht sie schon. Aha. Aha. Ich muss mal mehr Sport machen. Meine Fresse ist das anstrengend. Ach, von alleine heilige runter. Mutter. Nein, ich bin runtergefallen. Ich muss mal mehr Sport machen. Ja. Also, ich komme hier nicht ran. Ich weiß nicht, ob wir die kaputt haben. An dem Deckel. An dem Deckel. Aber das sieht nicht so aus, als wenn hier was drin ist. Nö, also hier nicht. Nö. Alle leer. Schade, schade. Das böse, böse Sprengfass hier. Auf dem Land. Ja, wieso schießen wir da nicht drauf? Nö. Weil es Bumm macht. Weil es Bumm macht, ja. Ja, was dürfte doch nichts passieren, wenn wir von hier drauf schießen? Die Mukus wurden alle kontrolliert? Ja, Fleisch wurde aus dem After entfernt. Perfekt. Dann. Ich wusste gar nicht, dass Kühe Fleisch aus dem After geben. Dann Rückzug. Interessant. Ich sollte sie erforschen. Wahrscheinlich irgendwelche Viren. Ja, er hat nur rechtzeitig füttern, sonst gehen sie hoch. Ja. Ja, dann würde ich sagen Rückzug. Rückzug, ja, ja, ja. Rückzug back to base, aber... Wir können uns das hier echt mal merken. Ja. Ja. War hier oben auf dem. Sind das hier die Silos? Ja. Da kommt gerade nichts. Okay. Gut, dann. So. Oh, immer diese Leitern, ist das anstrengend. So. Wenigstens hat es Leitern. Das war ein Baum. Es blinkt. Wo ist Sari? Weiß ich nicht. Sari? Ich sehe auch kein Signal. Ich stehe auf dem Karren drauf. Auf dem was? Ja, auf dem Würfel. Stehe ich oben drauf. Okay. Ja, wir müssen uns beeilen. Ja. Auf geht's back. Und Rückzug. Takeout Tower? Interessant. Du musst gleich zum nächsten Punkt, oder was? Ja. Erstmal wieder zurück, weil solange der hier nicht richtig einsatzbereit ist, meine Schildgeneratoren sind nämlich auch nicht geschweißt. Das ist nicht gut. Also ich meine, der hält schon ein bisschen Beschuss aus, aber ich habe der Innenraum ist nicht neu entworfen. Das heißt, da ist noch sehr viel Cargo-Platz und wenig Panzerung. Wow. Okay. Meine Güte. So grumst. Ich hoffe, wir fahren richtig. Ja. Die Richtung ist genau Richtung Basis. Komm jetzt da hoch. Warte mal. Ja, 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 ja. Echt jetzt? Eieiei. Den super Antrieb ausmachen. Ist immer eine gute Idee. Ja, mein Gott. Ich komme da nicht hoch. Soll ich zurückkommen und dir einen Schubs geben? Nee, 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 nee. Ich darf nur nicht durch dieses Gehörgelte fahren, ne? Wenn ich nur nicht genug. So. Puh. Ganz schlimm, die Geschichte. Ich weiß nicht, ob wir warten auf die anderen oder ob die bei uns sind. Ich bleib mal stehen.
unten rechts neben euch. Hab's nicht mehr rechtzeitig geschafft, sorry. Armbumst. Schild regelt normalerweise. Ja. Ja, da ist jemand. Fahr mir hinterher. Ja, ist der Captain auch bei uns? Ich bin noch einen Kilometer entfernt. Hinter euch. Dann sollten wir vielleicht noch warten, weil wenn Fahrt. Er. Das passt schon, ich mach Fahrt. Ja, aber wenn du nicht dieses. Dein Panzerchen noch nicht fertig ist, sollten wir vielleicht warten. Weiß ja nicht, ob wir überfallen werden oder so. Ich denke nicht. Bin jetzt da stecken. Also alles, was aus der Luft kommt, haben wir so oder so Probleme. Ja, außer wir sind bei Sachi in der Nähe. Der hätte die einzige Luftabwehr, die wir zur Verfügung haben da auf dem Ding. Oh, ich weiß nicht, der ist 500 Meter vor mir. Ich glaube, wir müssen hier mal noch mal Maschinengewehr nachrüsten, die Dinger. Und ja, da ist halt kein Platz, ne? Nicht gut. Dieser scheiß Kieselstein hier. Und dafür hätten wir die Jäger normalerweise. Unfall. Was? Wer hat einen Unfall? Und da liegt ein Büffel auf dem Rücken. Nein. Ja. Auf 8 ist Gyroskop. Habe ich schon. Ja. Also. Das tut jetzt nicht. Der liegt aber halt richtig dumm. Warte mal, ich guck mal, ob ich ihn schubsen kann. Davon, wenn man hier durchbrettert. Ja, also so ein bisschen mit Hirn und Verstand fahren wäre halt schon eine geile Sache. Ja, jetzt schiebst du nur Bremsen. Warte mal. Mach mal Loch. Der müsste nämlich langsam, weißt du was? Ja. Okay, warte. Ich gebe mir jetzt einen Schubs. Ich bin doch noch drunter, Mann. Mir doch egal. Einmal klonen. Muss halt herlaufen. Ja, genau. Das ist noch 5,5 Kilometer weit weg. Aber passt schon. Ja, kräftig. Weiter. Du hast es gleich. Noch ein Stück. Er darf selber da nicht reinfallen. Das ist das Problem. So. Beieieiei, also. Lustig, würde ich sagen. Naja. So. Dann. Feuer frei? Nee, lieber nicht Feuer frei. Hängt drüber noch fest. Ich hab halt die wenigste Leistung. Gott. Also, wenn ich da reinfahre, komme ich da nicht mehr raus. Oh, nope. Oh nein. Oh, ich wollte dich nicht antitschen. Nee, bevor wir jetzt hier mal. Ihr könnt schon vorfahren. Bringt ja nix. Ja. Uiuiui, den Kratten auch noch im Arsch gemacht zu sein. Oh. Das kann ja auch nicht richtig fahren. Keine Ahnung, ich fahr jetzt hier hinterher, ich seh's grad nicht. Ja, natürlich. Suboptimal, oder? Ach du Scheiße. Mir wird halt, ich weiß nicht, ob das unsere Basis ist, da wird mir was feindlich angezeigt. Oh, nee, dann ist Kilometer. Das nicht unsere Basis. Ich sehe unsere leider nicht. Ich weiß nicht, ob wir Signale anhaben. Ich schicke euch gleich ein Signal. Klemmt's. Ja, warte. Nein. Ja, jetzt, Boah, braves Fahrzeug, ey. Meine Fresse. Ja, ich denke mal. Ups.
Ja. Das war eine Rolle. Schick dann einfach das Signal, ich muss mir Gedanken machen. Ich komme dann nach auf jeden Fall. Ja. Also fahr du die Kiste, ich fahr den Panzer. Genau. Das. Ja. Wenn ich dann die Luke finde dafür. Mhm. Die ist unter dem Turm vorne. Da wo sie auch beim Transporter ist. Frage ist jetzt natürlich, wo seid ihr lang gefahren? Weiß ich nicht. Bin jetzt hier bei Chris. Ich sehe halt deine Antenne auch nicht. Ja, warte, wie soll ich denn. Wie war das nochmal? Okay, ne? Muss mal gucken, ob die auf 7 ist, die belegt. Ob die an. Ach so, ach, die ist aus, ja. Ja. Ihr seid in der richtigen. Wow, hier würde ich aufpassen. Das ist nicht die beste Wahl, da lang fahren. Ich habe halt echt kein Signal. Ihr seid eh richtige Richtung. Passt schon, ich komme zu euch. Das ist genau the way. Oh. Okay, das hier hochfahren ja, hätte ich mir sparen können. Warte hier mal. Das wundert mich natürlich auch nicht, wenn Turbo an ist. Durch die Gegend juggelt. So. Feuer frei, ja. So. Du müsstest mich jetzt eigentlich auch sehen. Ich ne? sehe euch, ich sehe euch ja? beide, ja. Dann Followen. Ja, dann. Das andere Ikon, na ja, gut, das werden wir uns dann mal zu Gemüte führen. Ja, ich möchte erstmal hier meinen ganzen. Ja, wir müssen eh erstmal. Ja, erstens das und reparieren und so. Ja, Bane ist sich hinterm Felsen erleichtern, der kommt nach. Ja, das kriegt er schon hin. Also das mit dem Erleichtern. Ja, das denke ich. Das war ein Baum. Der war. Das war der nächste. So. 3 Kilometer noch, wir sind gleich da, dann rockt das schon. Bloß runter hier von dem grauen Gestein. Ja, ja. Ich habe schon eine Rolle gemacht, also so ist nicht. Erfreulich. Mhm. Also für dich. Kam mir fast die Tofu-Suppe wieder hoch. Aber ist ja. Das nicht automatisch eigentlich schon so? Geht. Beim nächsten Mal fliegen wir besser. Ja, aber das muss ja auch mal getestet werden. Prädikat, ich war zufrieden. Andere haben es übertrieben. Und ich meine, der hat jetzt hier nun, wie gesagt, kein Schild. Vielleicht rüstet man da nochmal nach oder so. Oh, alle Panzer fliegen hoch. Hm? Hey. Da war wohl ein kleines Steinchen im Weg. Ja, genau, Steinchen. Mhm. Denk dran, Moos zeigt immer in Richtung Zivilisation. Ja, ich. Ja. Wir sind auch auf dem besten Weg. 1 Kilometer noch.
Ui. Ui, ui. Slalom. Ja, du nietest hier halt alles um. Aber ist schon okay. Das fällt bei dem hier jetzt auch nicht mehr so auf. Ich würde aufpassen, langsamer, langsamer, langsamer. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich bremse, ich bremse. Das ist, ui, das ist absolut gar nicht gut. So. So gut, wie ihr schafft. Ah ja, ich sehe sie. Wer ist da das? Nee, bitte nicht, weil dann fliegen da gleich drei Fahrzeuge in die Basis rein. Suboptimal. Müssen wir noch ein bisschen was nachholen. Mhm. Oh, schön, schön gemächlich. Das so oder so. Bitte auf ausschalten dann die Junken. Da. Ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Ja, sieht gut aus. Ist nämlich alles aus, ja. Sehr nice. Ja, dann werden wir uns hier nochmal neu formieren und dann... Ja, ich lagere mal das Essen ein. Oh ja, siehst du gut, dass du es sagst. Ich habe auch 400 Fleisch oder so im Inventar. Ja, müssen wir mal schauen. Und im Büffel ist noch ein bisschen mehr dran. Oh. Haben wir hier Unkraut. Naja, kann man auch essen, ne? Unkraut? Ja, keine Ahnung. Sieht aus wie Unkraut. So, mal gucken, Äpfelfarm. Das geht da natürlich jetzt nicht. Oh. Ja, alles voll. Nee, nicht da so unten. Geil. Ha, ich habe nur was Leeres gefunden. Ah, da. Sehr gut.